Ein besonders skrupelloser Fall einer gefährlichen Körperverletzung beschäftigt jetzt Cornelia Bauer und Paul Richter. Ja, jetzt hoffen wir mal, dass nichts mehr kommt. Bitte. Ich hab Hunger. Willst du reinfahren? Können wir machen? Ja. Das wollte ich hören. Und da winkt wer. War das mit ihr? Ja, aber ja. Mit ihr. Was hat die denn? Oh, ist die um die Ecke? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Sieht ganz gut aus. Ja, ich mach mal. Hallo. Hallo, was passiert? Da vorne sitzt ein Mann auf der Bank. Der ist blutüberströmt und ich weiß gar nicht, was da los ist. Ich brauche sie bitte schnell. Hier vorne rechts rein. Ja, bitte. Ja, wir kommen. Ja. Arnold, 1525. Einmal zur Kenntnis. Wir haben hier eine Person angetroffen, die von einem verletzten Mann spricht. Wir bräuchten einmal ein RTW in den Blücherpark. Einfahrt von der Militärstraße aus. Alles deutet darauf hin, dass der Mann Opfer eines Verbrechens wurde. Und das heißt, der brutale Täter befindet sich auf der Flucht und stellt für die Menschen im Park eine große Bedrohung dar. Hallo! 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 Hallo, die Polizei ist da. Ja, machst du das? Ja, mir ist das eigentlich. Guck mal. Was passiert? Können Sie mich hören? Ja. Setzen Sie mal hin. Können Sie mal hoch. Können Sie sich aufrichten? Geht das? Mal ganz vorsichtig, helfen Sie mal. Was haben Sie denn hier abgekriegt? Ich weiß nicht. Ich kam hier runter und dann habe ich sowas auf der Brust gespürt, wollte mich hier hinsetzen und dann gab es auf einmal so einen Schlag am Kopf und jetzt sind Sie hier und ich habe Sie hier so gefunden. Haben Sie den gesehen oder nicht? Ist das denn Blut von Ihnen oder von ihm oder wo kommt das? Nee, von ihm. Ich habe ihn natürlich versucht aufzuwecken oder zu gucken. Was ist denn los? Haben Sie irgendwen gesehen? Oder? Mal, hier ist Ihre Brille, die ist leider ein bisschen defekt. Ich komme gerade auch schauen rein. Schauen Sie mal drauf. Und Sie, wie ist denn Ihr Name? Herbert Schiffer. Herr Schiffer, haben Sie irgendwen gesehen? Zwei sind da runter. Irgendeiner sagte was von Toilette und sind die aber ich weiß nicht, ob die jetzt. Wie gesagt, zwei Jungs oder was? Ja, doch. Nachdem die Beamten den schwer verletzten Mann an die Sanitäter übergeben haben, machen sie sich auf die Suche nach den Tätern. Die erste Spur führt in den Bereich des Streichelzoos. Gib Gas! Jetzt wäre ich bald durch die Pfütze gerannt. Hörst du was? Nee. Doch, da. Oder? Ja, anders komme ich ja nicht. Nee, hier kommen wir gar nicht rein, oder? Doch. Ach, hier sind Toiletten übrigens. Ha! Laufen direkt drauf zu. Ja, weil er hatte so in die Richtung gezeigt, ne? Hallo! Guten Tag! Hey. Hallo! Ja. Polizei ist da. So, soll ich Ihnen mal die Tür öffnen? Ja. So, halten Sie sich zurück, die Kollegin und ich, wir stehen hier, ne? Ja, dauert noch einen Moment, bleiben Sie ruhig, alles wird gut. Hast du? Ja, super. So, einmal. Wo sind Sie? Hier. Ja. Was haben Sie in der Nase? Alles gut, ist nichts. Ist nee, nichts weiter. Na, alles gut, alles gut. Alles haben Sie gut. Einen Ausweis dabei? Ja. Ausweis raus. Was ist denn passiert? Alles gut, ist nichts weiter, ist nur die Tür. Wer hat Sie eingeschlossen hier? Alles gut. Nee, die Flasche. Alles. Alles gut, ist nichts gut. Was ist denn mit Ihrer Nase da? Ja, das ist egal, ist nur ein kleiner Unfall und so. Also ich brauche alles gut. Haben Sie was mit dem Herrn zu tun, der eben geschädigt auf der Bank liegt? Blutige Stirn? Nein, das weiß ich nicht, nein. Wissen Sie nicht? Das weiß ich nicht. So, können Sie mal mitkommen. Drehen Sie sich einmal um vorher. Müssen Sie einmal durchsuchen. Ja. Genau, an die Wand die Hände. Die Mutter des Jungen wurde von ihrer Tochter informiert und kommt nun hinzu. Offenbar gibt es zwei weitere Täter, von denen sich der Sohn distanziert. Wir wollten noch nur auf Bäume schießen, aber dann auf einmal kommen sie an mit auf Lebewesen schießen. Haben Sie auch auf Lebewesen geschossen? Nein, ich nicht. Ich habe mich dann dagegen. Ich wollte das nicht. Ich wollte das nicht. Ja, was heißt genau? Was heißt das konkret? Ja, wir haben eine Internetanleitung und dann hatten die halt die Bestandteile und ich habe das für die dann zusammengeflickt so. Weil halt, ich dachte halt, wir sind Freunde und unter Freunden macht man das. Sie dürfen doch keine Waffen für ihre Freunde bauen. Sind Sie Waffenhändler oder was? Ja, nein. Ja, und was kommt da jetzt raus? Keine mehr als Ja, nein, 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 ja. Nein, weil die fing dann an, auf Lebewesen zu schießen und da wollte ich das dann nicht mitmachen. Ja, auf Lebewesen, hier ist ein geschädigter Mann, der da hinten liegt.
Ja, das weiß ich. Nein, das weiß ich nicht, weil ich wurde dann hier eingesperrt da drin. Ich habe erst einen Ellbogen gegen die Nase bekommen und bin dann eingesperrt worden. Aber ich bereue es wirklich. Es tut mir wirklich leid, ja. Haben Sie auch auf jemanden geschossen? Mir wirklich leid. Ich frage nochmal, haben Sie auch auf jemanden oder auf Lebewesen, auf irgendwas anderes geschossen? Nur auf Bäume. Ich schwöre wirklich auf alles. So, sind die jetzt hin? So, genau. Wo sollen die sich hinbewegt haben? Wissen Sie nicht. Und die haben Sie auch eingeschlossen? Ja. Auf der Suche nach den beiden Freunden des geständigen Jugendlichen finden die Beamten eine Spur des Grauens vor. Der Weg ist gesäumt mit erschossenen Tieren. Die beiden flüchtigen Schützen schrecken offenbar von nichts zurück. So, ja. Wir haben weitere Kugeln. Ja, ja. Hier liegt auch noch was. Sagen? Oh. Taube. Da sind sie. Da. Ja, da ist noch eine angeschossene Taube. Ja. Ich nehme den rechten. Okay. Oder? Ja. Dann speist ihn denn an. Du? Okay, dann mach du das. So, Polizei! Stehen da! Bleib da stehen, Junge! Hey! Oh, Scheiße. Ganz locker, lass das Ding mal fallen. Lass das Ding fallen. Hast du gesehen, ist losgegangen, ne? Super. Dreh dich um. So, das Ding ist beim Wegwerfen gerade mal losgegangen. Alles gut. Boah, was ist das denn hier, Mann? Ja, alles lustig, ne? Wir pfeifen. So, mach zur Sache. Was ballert hier auf Leute? Ach, wollen wir gar nicht, Alter. Scheiße. Alter, ich geb dir gleich Alter, ey. Alter, dann kommt halt richtig. Scheiß Bullen immer, so, ich versuch dich jetzt. Ja. Gut jetzt, ne? Reicht. Also ich persönlich fand das ziemlich ätzend. Also das ist halt große Mundwerke, war denen gar nicht klar, was sie überhaupt gemacht haben, beziehungsweise war denen egal, sagen wir mal so. Und ich denke auch, man muss sehen, dass sie nicht wieder zuschlagen, sich nicht wieder eine Waffe bauen. Aber da wird der Richter hoffentlich eingreifen. Reiß mal zusammen jetzt. 16 Jahre alt. Ja. Wieso rennen Sie mit einer Gasdruckwaffe hier durch die Parkanlagen? Ach, ist doch kein Problem, Alter. Wir haben nur ein bisschen rumgeballert. Ist doch nichts passiert. Spaß, was ist das Problem, Mann? Geh mal einen richtigen Streifen an. Reue suchen die Beamten bei den jugendlichen Straftätern vergeblich. Für sie geht es nun zur erkennungsdienstlichen Behandlung auf die Wache. Paul Richter erklärt dem geständigen dritten Täter die weiteren Maßnahmen. Frau Flasche, Ihr Sohn hat sich als Straftat schuldig gemacht. Er hat hier eine Waffe installiert oder entwickelt, die er so nicht entwickeln darf. Ja. Dann hat er sich hier daran beteiligt, in diesem Park mit dieser Waffe auch zu schießen, hat diese Waffe also befeuert. Ja. Inwieweit Sie jetzt, Herr Flasche, selber damit betroffen sind, dass hier diese Person geschädigt wurde, beziehungsweise die Tiere geschädigt wurden, kann ich jetzt nicht absehen. Sie können mir jetzt viel erzählen, verstehen Sie, was ich meine. Sie werden nachher nochmal vorgeladen. Ich übergebe Sie jetzt in die Obhut Ihrer Mutter. Ja, es tut mir Nase, nur sagen, dass Nase mir ist okay, oder was? Alles gut, ja. Es tut mir wirklich leid. Ja, da können Sie mit Ihrer Mutter nachher erklären, am Ende mit dem Richter. Auf die beiden wird natürlich jetzt einiges zukommen. Haben wir natürlich im Rahmen der Sache, auch wenn er hier nicht verletzt war, in dem Sinne, ist trotzdem eine Körperverletzung stellt natürlich da. Das ist noch mit ins Krankenhaus verbracht worden. Wir haben hier eine Sachbeschädigung leider nur. Die Tiere sind zwar tot, aber nichtsdestotrotz eine Sachbeschädigung. Liegen aber hier aber auch noch im Bereich des Tierschutzgesetzes wegen Tierquälerei. Ja, uns haben sie beleidigt, Widerstand haben sie geleistet. Ja, da kommt einiges auf sie zu.